Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich möchte euch heute nachträglich nochmal den gestern erschienenen Stories from the Outland Trailer zeigen. Es wird keine Analyse geben. Ich zeige euch jetzt erstmal den Trailer, danach melde ich mich mit ein paar kurzen Worten zurück. Und danach stelle ich euch mal den Phase 6 Ingame Teaser vor. Es wurde nämlich im Spiel weder auf dem World's Edge noch auf dem Kings Canyon irgendwas gefunden. Ich blende euch nochmal die Zeiten ein, wo die ganzen Phasen sein sollten. Und gestern am 11.8. war die letzte Phase um 19 Uhr. Und mittlerweile scheint bekannt zu sein, was der sechste Teaser eigentlich sein soll. Ich zeige euch jetzt erstmal den Trailer. Viel Spaß dabei. Und danach komme ich mit einer kurzen Meinung zum Trailer zurück. Well, I gotta hand it to you. You sure do know how to make a fine piece of hardware. Not only that, I think she may even be a better shot than you. Well, reckon we'll never find out. Unless... Fancy a go, Anita? Every time. You're just too bad, Pete. sorry, mate. All closed down for the night. Ah, what a lovely pleasure. I usually don't do a gauntlet round twice in one day, but your eyes are just screaming desperation. Don't even think about it. Right. Everyone got their clean knickers on? I know he does. Huh? Get her! Where's Big Sister? Your lucky day, eh? Yeah. You earned this. Let's get you patched up. Jetzt bin ich auf eure ehrliche Meinung gespannt und ich verzichte auf eine Analyse des Trailers. Ich habe ja gestern im Livestream, als ich den Trailer gestreamt habe, eure Reaktion schon so ein Stück weit mitbekommen und die meisten von euch waren, man muss leider sagen, derselben Meinung wie ich. Ich finde, es ist der allererste Trailer, der mich leider echt nicht vom Hocker haut. Und ich bin gespannt auf eure Meinung nachträglich nochmal für alle, die gestern ihre Meinung nicht losgeworden sind oder die ich nicht gelesen habe. Es ist der erste Trailer, der einfach nicht reinhaut. Erinnert euch an zum Beispiel Season 3, als der Revenant-Trailer rauskam, der klettert das Hochhaus hoch, macht die ganzen Hammond Robotics Peoples platt und dann noch die Eltern von Loba. Der hat uns mitgerissen, Gänsehaut, wir hatten so Bock auf die neue Season. Und ich finde, dieser aktuelle Trailer, der haut mich null vom Hocker und macht einfach keine Vorfreude auf Season 6. Sorry, wenn viele vielleicht doch nicht der Meinung wie ich sind und das vielleicht dann negativ beurteilen. Das ist einfach nur meine ehrliche Meinung. Kommen wir jetzt zum Phase. Moment, ich blende es nochmal ein. Zum Phase 6 Ingame Teaser. Tatsächlich haben sich die Leute gestern den Arsch auf dem Kings Canyon und auf dem World's Edge bunt gesucht und es hat einfach keine Sau was gefunden. Ich bin jetzt auf dem Trainingsgelände. Warum? Denn wir können mittlerweile davon ausgehen, dass die sechste Ingame-Teaser-Phase
tatsächlich der Graffiti-Hop-Up ist. Und wir können auch wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Hop-Up im Spiel bleiben wird. Gestern in meinem Livestream war er tatsächlich noch nicht im Trainingsgelände. Mittlerweile ist er da, hier bei den schweren Waffen. Ich habe jetzt mal die Spitfire einmal mit und einmal ohne ausgerüstet. Denn dieser Hop-Up zeigt uns teasertechnisch die Fähigkeiten, zumindest die passive Fähigkeit von Rampart. Sie hat ja eine gewisse Affinität zu den LMGs, schnelleres Nachladen und eine standardmäßig erhöhte Magazingröße. Und das stapelt sich dann auf die weiteren Magazine. Ihr seht es jetzt schon, ich habe das lila Mac ausgerüstet und ich habe jetzt einfach mal statt 55 63 Schuss. Ich hau jetzt einfach mal alle Kugeln hier auf diese Platte und zieht euch einfach mal rein, was das Ding für einen Schaden macht. Es macht die Spitfire auf jeden Fall deutlich interessanter. Sie ist zwar deswegen im Nahkampf nicht viel stärker, weil das ist einfach mal eine extreme Schwäche. Die Feuerrate der Spitfire, sie verzeiht zwar viele Fehlschüsse, aber im Nahkampf ist sie einfach im Vergleich zu vielen anderen Waffen absolut null konkurrenzfähig. Aber, und das muss ich dazu sagen, zieht euch einfach mal den Unterschied zum Nachladen rein. Moment, ich hau jetzt hier mal ein paar Schüsse raus, damit das ein bisschen schneller geht. Ich lade jetzt einfach mal die Spitfire ohne den Hop-Up nach und lasse Kugeln drinnen, denn wer das nicht weiß, ist die Waffe komplett leer geschossen. Also nur die 23 Schuss, nicht die Reserve. Lädt die Waffe langsamer nach. Das ist ganz wichtig. Wir vergleichen jetzt mal so ein bisschen die Zeiten. Achtung, ich lade jetzt mal mit Reserve nach. Und jetzt einmal mit Mod. Alter, das ist ein krasser Unterschied und das gefällt mir extrem. So, jetzt schießen wir die Waffe mal leer. Ich hätte eigentlich auch einfach mal das Magazin. Moment, jetzt müssen wir natürlich schauen, dass ich nicht versehentlich komplett leer schieße. So, ich schieße jetzt die ohne Graffiti-Mod komplett leer. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis die nachgeladen hat. Ja. Und ja. Also ich muss sagen, das ist ein krasser Unterschied. Macht, wie gesagt, die Waffe im Allgemeinen vom Damage und allem drum und dran nicht stärker. Aber du kannst gerade im Nahkampf und auch auf mittlere Distanz, wenn du den Gegner einfach nicht richtig triffst, kannst du eine Weile hier drunter rotzen und musst hier nicht ewig gucken, nachladen oder aufhören kurz zu schießen, um wieder nachzujustieren. Du kannst einfach mal draufhalten wie so ein Berserker, was ich sehr geil finde. Was mich ein bisschen enttäuscht, ist tatsächlich, Moment, ich muss mir mal noch ein bisschen Munition nachholen, dass der Sound des Graffiti-Mods einfach mal keinen Paintball-Markierer nachahmt. Wir haben den ganz normalen Standard-Sound der Spitfire und das finde ich sehr, sehr enttäuschend. Natürlich ist es ein geiles Gimmick hier, dass ich in drei verschiedenen Farben, wenn ich auf dem D-Pad nach links drücke für die Consoleros, dass ich drei verschiedene Farben zur Auswahl habe. Grün, Gelb und Lila. Das sieht schon witzig aus, aber ich hätte es cool gefunden, wenn wir noch den Sound eines Paintball-Markierers als Nachahmung irgendwo hätten. So, ich bin natürlich auch auf eure Meinung gespannt, was den Graffiti-Mod betrifft. Denkt ihr, jetzt ist die Spitfire wieder ein bisschen konkurrenzfähiger? Es ist von Anfang an einer meiner Favorite-Waffen, aber sie ist einfach, wenn ich dann die Flatline finde, dann fliegt die Spitfire sofort weg, weil sie einfach im Nahkampf keine Chance hat. Das ist einfach ein Riesen-Manko für diese Waffe. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr findet, dass der Hop-Up die Waffe interessanter macht. Ich finde es jedenfalls geil, gerade die schnelle Nachladegeschwindigkeit. Ich bräuchte nicht mal unbedingt ein erweitertes Magazin oder beziehungsweise eine höhere Munitionskapazität. Das schnelle Nachladen, finde ich, reicht völlig aus. Das soll es so weit von dem News-Update gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video wie immer einen Daumen nach oben da lasst. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends gerade jetzt zur Season 6 nichts verpassen wollt. Also drückt auf den Abo-Knopf so kurz vor den 9000 Abonnenten auf einem guten Weg zur 10k. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.